wollen Soundcheck. Ey! Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss. Perfekt. Boah, der Sound! Seid volle Pussy, ganz ehrlich! Alter, das ist Revuelto! Traum! Wir sind heute wieder in Hamburg unterwegs, zusammen mit Annika. Hallo. Und wir haben im Sena hier noch andere Leute dabei. Hallo. Alter, was ist denn da mit dem Auspuff? Hast du eins rausgenommen komplett? Nein. Und wer ist das Hühnchen da rechts? Dann muss er hier bitte meinen Helm zu machen, meine Handschuhe sind zu dick. Ja, weil meine nicht noch dicker sind, ne? Oh, hab dich gesehen. Das krieg ich natürlich nicht hin. Guck mal, was da vorne ist. Was ist denn da vorne? Polizei. Wir wollen einen Soundcheck. Ey! Ich bin ja Angst hier! Wir beide keine Warte, was? Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Wo kam der denn jetzt her? Lass mal da lang fahren, wo die Polizei nicht lang fährt. Also, ihr wisst schon, dass ihr jetzt neben die Polizei gefahren seid, ne? Ja. Also, fahr mal vor, bitte. Also, ich habe 4 Spiegel, von daher kann mir gar nichts passieren. Apropos Ducati, jetzt wo ich sie mal in echt sehe, Alter, sieht die geil aus. Danke. Oh Gott, wie aggressiv du das gesagt hast. Oh mein Gott. Oh. Alter. Wenn man sich vorstellt, dass das einfach Stock ist. Stock Exhaust, nichts genau. Ja, das ist krass. Alter, Junge. Oioioi, schicke Mopeten. Oh, was ist das denn geil? Moin. Das sieht richtig schnell aus irgendwie. Ja, safe. Geil, die Felgen und so. Wie schnell fährt das denn? Ich bin bis jetzt nur 130 gefahren. Ich glaube, danach macht auch nicht mehr Spaß, ne? Nee, also das ist echt unangenehm da drauf. Wie viel PS hat die? 65. Also geht schon ordentlich ab. Definitiv. Vom Gefühl her so, ist das ähnlich? Kannst du nicht vergleichen. Nee? Kannst du wirklich nicht vergleichen. Na, schade, dass du keinen Moped-Führerschein hast, sonst würde ich sagen, lass mal tauschen. Also nicht für immer, sondern mal kurze kleine Runde, weil ich finde das schon interessant. Keine Probleme mit. Wirklich? Ja, mach, bitte. Oh. Geil. Oha. Wir dürfen vom Flo hier die YFM 700R Special Edition fahren. Das Ganze ist ein Quad von Yamaha. Sieht auf jeden Fall sehr brutal aus und hat einen Supermoto-Umbau. Bedeutet, also auch so ähnlich wie bei Enduros. Ne? Vorher waren größere Stollenräder wahrscheinlich und jetzt sind so Straßenreifen drauf. Die sieht schon brutal aus. Also das ist wirklich ein Quad, das gefällt mir richtig gut, ne? Weißt du jetzt schon Bescheid oder musst du jetzt irgendwas... Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Perfekt. Ich weiß ja überhaupt nicht, wie das Ding überhaupt angeht. Ist ja geil. Mega korrekt von Flo. Lässt mich hier unbekannterweise einfach mal fahren. Boah, ich muss hier erstmal durch. Passe ich da überhaupt? Ich muss da hinten durch, sonst komme ich gar nicht raus hier. Oh, ist das geil. So, und schalten wie beim Motorrad. Zack, zweiter Gang. Ah ja, easy. Boah, Junge. Das sieht geil aus von hinten. Ey, weißt du, ohne Scheiße, das finde ich immer so geil. Ja, echt todeskorrekt. Der gibt mir das Ding einfach, ich könnte einfach wegfahren. Du hast ihn eben vor 2 Sekunden kennengelernt und vertraut dir einfach dein Quad an, hä? Und mal Gas. Alter! Oh mein Gott, lass mich mal kurz dich von hinten filmen. Pass auf, da vorne ist ein Blitzer, ne? Jetzt gleich mit seinem Ding hier blitzen lassen. Oh mein Gott, stell dir vor. Hier, guck. Naja, ich hab vorne kein Kennzeichen, also so viel würde da, glaube ich, nicht passieren. Junge, komm mal. Alter! Geht schon gut ab, ne? Aber das Lenken ist so komisch! Ich bin fast runtergefallen hier von dem Ding. Ja, also Kurven fühlen sich ganz, ganz, ganz strange an. Ja, ist man halt nicht gewöhnt, ne? Boah, der Sound! Das ist auch richtig geiler Sound, ne? Ja, finde ich aber auch. Der knattert richtig schön. Junge, das ist ja absolut geil, was? Also ein total geiles Ding, wirklich. Ja. Und dann sieht es auch noch so schick aus, wirklich. Ey, Glückwunsch auf jeden Fall. So ein geiles Teil. Finde ich richtig nice. Und Dankeschön natürlich, ne? Du, kein Problem. Oh, das ist Isabel. Auch eine V4. Ja, moin. Kein grad nicht. Boah, ich muss aber echt sagen, so ganz normal diesen Standardrot ist auch schon ziemlich geil. Ist wirklich so, wenn ich die mir jetzt in diesem Rot wieder angucke, ist schon sexy. Ja. Sag mal, hast du auch das Problem damit, dass deine Karre so heiß wird, dass dir fast die Beine verbrennen? Ich finde das super angenehm, ehrlich gesagt. Hey, mir tun die Beine weh. Was ist das? Finde ich gar nicht, ich finde das super angenehm. Ich glaube, Frauen frieren einfach mehr. Ja, ist so. Alter, das tut so weh. Aua. Das gibt's nicht. Das kannst du nicht angenehm finden. Seid volle ganz ehrlich. Nein, also, meine letzte Hose ist mir verbrannt hier. Frechheit, was soll der Scheiß? Pass mal hier hin. Oh ja, ich merke das direkt durch den Handschuh. Das gibt's doch nicht.
Alter, ja. Hä? Meine ist viel heißer. Da ist nix. Zieh mal den Handschuh aus und halt nur mal so hin. Sag mal, hast du die Blume hier aus Versehen eingesammelt oder extra? Nee, das war ein Geschenk, weißt du? Die sieht super aus. Wollen wir ein Foto machen? Ja klar, gerne. Perfekt, sehr gerne. Und auch umdrehen? Nach dem Auto, oder? Macht keinen Sinn. Ja, geil. Oh, geisteskrank habe ich einen Wendekreis. Ab wie vielen Minuten darf man über Rot fahren? 3, oder? Ja. Gäbe es doch nur so eine Regel. Es gibt so eine Regel. Nein. Aber ich weiß gar nicht, wie viel. 5 Minuten oder so. Oder? Nein. Vielleicht sind es auch 9. Doch. Viel mehr Minuten. Das muss schon echt lang 100%. Sein. 100%. Du stehst neben den Ducatis und dein Herz pumpt doppelt irgendwie. Geil. Ja. Jetzt überleg dir erstmal, du sitzt drauf. Das Sandpumpen. Oh, ein Traum. Bist du schon mal die Kawasaki H2 gefahren? Ich? Ja. Ja, sogar eine H2R. Alter! 310 PS, ne? Ja. Ist also noch was anderes? Absurd. Nein, rote Ampel. Haut rein. Geisteskrank. Krank, das war so knapp, glaube ich. Oh mein Gott. Aber es hat gut reagiert. Oh, hat er gut reagiert. Also das war geisteskrank. Ich habe gerade so einen geisteskranken Adrenalinschub. Ich auch, obwohl ich nur dahinter vor. Ey, man hat ihn aber auch nicht gesehen, ne? Boah, der kam aus dem Nichts. Ja. Hä? Ja, ich hab eine Flasche aus dem Auto. Hä, Assi? Das ist ja richtig asozial. Oh, Junge, ich bin richtig am Zittern. Oh, Mensch. Das ist so krass, wie in so einer kleinen Sekunde so viel gleichzeitig passiert. Mhm. Blick, Adrenalin geht hoch, Bremse, Schreckmoment. Boah. So schnell kann es gehen. Boah, ein STO, guck mal. Alter, der Boah, geil. Ja. Oh, geil. Junge, ist das ein kranker Wagen. Guckt euch den an. Mann, da sind so Dinger dran, das hätte der geheiratet eben. Wenn wir heiraten, ne, Hochzeitsgeschenk, das ist eine gute Idee. Ich an dich? Ja, genau, als kleiner Tipp. Okay. Ja, das ist ja, ja. So ein kleines Geschenk kann man einen doch mal machen. So sieht es nämlich mal aus, oder? Wenn du mich wirklich liebst, dann will ich dir ein kleines Geschenk. Ja, mehr willst du nicht, ne? Nur das. Nur das, mehr will ich ja gar nicht. Hier muss man hupen. Alle mithupen. Das war aber keine Hupe. Was du mit deinem kleinen Smart? Das gibt's ja nicht. Zweimal nacheinander, nicht die grünen Phasen. Seid ein bisschen aufdringlich. Boah, Alter! Das ist ein Revuelto! Das gibt's nicht! Was? Das gibt's nicht! Wir müssen nach links, wir müssen umdrehen. Also. Mit 100 Millionen PS oder so. Der ist so krank. Geld oder PS? Ist der geil! Ist das ein Lambo? Revuelto! Junge, der ist so fucking geil! Krank, das gibt's nicht. Junge, Bettmobil, ist das geil, das gibt's nicht. Geil. Wahnsinn. Junge, Alter. Guck dir das an. Alter. Ein fucking Lamborghini Revuelto in matt schwarz. Guck dir die Auspuffrohre an. Wenn er Vollgas gibt, brennt er mir meine Augenbrauen weg. Der sieht wirklich aus wie so Bettmobil. Hey, das sieht so geil aus. Alter, boah, was ist denn jetzt los, jetzt hä? Spoiler fährt auf. Ja. Auf für uns. Wirklich? Auf einmal kommt Batman, der allerechte Batman. Wie viel kostet so ein Auto? Digga, das ist eine gute Frage. Das Auto muss so teuer sein. Der hat, ich weiß es nicht, aber ich glaube, der hat über 1000 PS, ne? Was? Junge. Guck mal, der Spoiler, der hinten ausfährt. Siehst ja. du das? Ja. Oh, shit. Oh, stell mal vor, fast Unfall mit dem Lambo, Digga. Ja. Die Versicherung so, du bist in was gefahren? Geil. Junge, aber hast du gesehen, wie er sich auch dafür freut? Also ja, der klar. war einfach total begeistert. Da war er stolz. Ja, voll. Aber ich bin ja auch völlig ausgerastet, wie ein ja. kleines Kind, Alter. Aber ich liebe sowas einfach. Ey, ich wusste vor allem wirklich nicht, was für ein Revolvo? Was für ein Volvo? Was? Ein Revolver, geht in Deckung. Geht in Deckung, so. Revolver hat er. Wie ein kleiner Junge, ich sag's dir. Ich bin der gleiche Junge wie immer, nur die Spielzeuge werden teurer und größer. Yo. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with the right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me.